Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play von Tenchu 2. Für euch vergeht wahrscheinlich nur eine Minute, für mich waren es jetzt 10 Minuten. Und genau, ich würde sagen, ich mache hier auch direkt weiter. Ich glaube, bei diesem Level darf man nicht entdeckt werden. Ha? Deshalb, weil man halt. Ah ja, doch, man kann sterben, richtig. Wenn man entdeckt wird, stirbt man. Ich weiß halt nicht, ob ein Endboss kommt, ne? Das ist jetzt das Ding. Aber genau, ich würde sagen, wir machen hier weiter, bei diesem Grenzdorf quasi, und wir sollen Arbeitskräfte beschaffen. Und ja, das Level hier kenne ich nicht. Das heißt, ab jetzt wird es wirklich neu. Ja. Deshalb, ja, muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen rumgucken. Aber ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein mit Tatsumaru. Ich merke das schon, ja. Oi! Man muss sehr vorsichtig sein, ja, genau. Und ich springe erstmal direkt runter. Das ist natürlich. Ey, ne, hier ist nichts. Geh wieder auf das Dach. Ich glaube, die Dächer sind so meine Safe Zone, sag ich jetzt mal. Also da, wo ich sicher bin. Ah, der geht da nicht hoch. Okay, da muss ich den Jump machen. Ja, genau, da mache ich den Jump. So, wo bist du denn? Da unten ist irgendwo ein Gegner. Ich hoffe, das sind Ninjas, ey. Ne, ist eine Unschuldige. Alles klar. Da! Ach nee, das sind kein. Ah. Was ist das für einer? Muss ich den killen? Ich weiß das nicht. Ich kenne halt nur die Ninjas, ne? Aber bei Tatsumaru gibt es sehr wenige Items. Das ist das Problem. Da muss man sich echt mehr auf Schwertkampf konzentrieren bei den Endgegnern. Das ist ein bisschen scheiße. So. Oh Gott, ey. So, komm. Und kill ihn. Ja. Pack. Oh. Den Kill kenne ich gar nicht. Hat der. Ne, die haben keine Items. Das ist blöd. So. Oh Mann, jetzt geh doch da hoch, Mensch. Oh. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Hältst du dich da jetzt bitte fest? Danke. Ja, ich muss mich jetzt halt mehr konzentrieren noch. Weil das ist, wie gesagt, ein komplett neues Level. Das kenne ich nicht. Und genau. Ist doch irgendwo der nächste Gegner, hä? So. Wie gesagt, ich ziehe Tenchu 2 komplett durch, auch wenn es schwerer wird. Das ist ja quasi auch eine Herausforderung, ne? Und nicht zu failen auch. Wo ist. Ah, da. 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 So. Geh bitte weg. Dann bist du fertig. Ah. So, komm schon. So, zack. Dann bist du tot. Zack. Oh, einen Moment. Sekunde. Ich muss mal gerade mal hier was reparieren. Ja, mein Schreibtisch ist ein bisschen kaputt. Deshalb ist das gerade ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Ding hier los ist, ja. So, genau. So, okay. Dann können wir weitermachen. Es tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ja. Ah, da ist der nächste. Zack. Ich glaube, das ist der Kill von hinten, dieser Schlag ins Genick, wa? Nein. Komm. Ja. Yes. Okay, geschafft. Oh, bis jetzt ist alles gut, ey. Ich glaub, wie gesagt, hier darf man nicht entdeckt werden. Ja. Und genau. So. Dann machen wir hier so. Zack. Noch weiter in die Richtung. Ich hoffe, ich finde hier bald meine Itembox, ey. Auch sehr verwirrend auf jeden Fall, so viele Häuser hier. Ah, hier ist noch rein. Okay. Die ist bestimmt irgendwo. Ah, ne, das ist. Ne, ist kein Abgrund, okay. Ich muss nochmal kurz. Ich kill erstmal alle Gegner. Danach laufe ich nochmal durch und suche die Itembox. Wo ist denn der? Ja, ich fall wieder runter, ich Idiot. Das ist sehr gefährlich. So, geh da hoch, bitte. Halt dich da bitte fest. Wo denn? Ah, was ist das? Was ist das? Hey. Was ist das? Was ist das? Hallo? Ach, da. Eine Katze. Ah, wie geil. Wie süß.
Oh Mann, okay. Eine Katze ist da. So, halt dich bitte da fest. Ja, danke. So. Krass. Wie gesagt, ich kenne das Level nicht. Ist hier vielleicht eine Itembox drin oder so? Nö. Leider nicht. Aber ich gehe dann wieder auf die Katze zu, ne? Aber die kill ich nicht, weil das ist ein süßes Vieh da unten. So. Ich mag Katzen. Die sind süß. Ich glaube hier. So, nee, hier ist nichts. Das heißt, ich kann hier runter. So, dann gehen wir wieder da hoch. Ich bewege mich überwiegend auf den Dächern, weil ich glaube, das ist... Ja, ich habe jetzt nur ein Safe State hier gemacht. Da! Da ist ein Gegner. Ich traue mich nicht, da runter zu gehen, ne. Was sind das überhaupt für Typen? Ich weiß das nicht. Nein, ich bin runtergegangen! Ich Idiot! Ich Idiot! Ja, scheiße, Mann. Es tut mir leid. Ich hab doch noch gesagt, geh nicht runter. Und was mache ich? Geh runter. Toll. Aber egal, ich habe da jetzt zum Glück ein Safe State gemacht. Nichts passiert, Freunde. Ja. Ne? Nichts passiert. So. Ah, ich habe den Kill von unten gemacht, aber der macht trotzdem den Schlag von hinten. Ich glaube, es gibt nur den, kann das sein. Irgendwie gerade. Komm, geh da hoch. Kann ich auch da ganz hoch? Ja, cool. Hält er sich fest? Nein, er hält sich natürlich nicht fest. Na gut, dann ist egal. Oh, da ist der nächste direkt. Frage ist wo, ne? Hab ich schon hier hinter. Komm. Nee, okay. Oh. So, da oben. Ah, okay. Komm, geh da hoch. Halt dich da bitte fest, ja. Oh. Ja, was haben die überhaupt für Waffen hier? Ein Bambusrohr. Was ist das? Was soll das darstellen? Na, ich weiß nicht. Egal, komm. Oh, jetzt dreh dich doch rum. Mensch. Ja, hier darf man nicht entdeckt werden. Ich hab's geahnt. Da, und... Schlag ihn tot. Da ist der Nächste. Was? Ah, okay, ja. Der Typ ist runtergefallen. Okay, alles klar. Ich verstehe. So. Dann beruhig dich mal bitte. So. Dann dreh dich rum und dann bist du auch tot. Dann gesellst du dich zu deinem Freund. So, ja, alles klar. So, und. Und zack. So. Uiuiui. Was ist da? Ah, das ist die Katze, glaube ich, ja. Ja, ja, das ist die Katze. Okay. Das ist aber ein großes Level, ne? Guck ich das mal an. Das ist ein sehr großes Level. Oh, warum hält er sich nie fest? Das ist doch ein Abfuck hier, wirklich. Der hält sich nie fest. Da oben hält er sich auch nicht fest, wa? Doch, jetzt. Okay. Alles klar. So, dann muss ich jetzt erstmal nach rechts. So, geh auf das Haus. Sehr schön. Und dann mal hier lang. Ist hier vielleicht irgendwo die Itembox? Ich suche diese scheiß Itembox. Ne, da ist nix, ne? Oh, das sieht nach dem Ende aus. Nee, noch nicht. Vielleicht schaffe ich ja zum ersten Mal Großmeister hier, wer weiß. Wo ist der? Da! Achso, ein Unschuldiger, okay. Ich nehme mal Sicherheitsabstand. Oh, weil eben genau das... Der hält sich nie fest, ey, wenn das soll. So, jetzt. Alles klar. Boah. Ey, das ist so verwirrend. Ist das immer noch die Unschuldige? Ja. Ich mach mal einen Safe State und mach mal den Jump. Nein! Ich kann den Jump nicht machen. Keine Ahnung, warum. Muss ich eher so da hoch. Ah, hier war ich aber schon, ne? Ja. Oh, Verwirrung. So, ich, nee, das bringt nichts hier. Ich muss in die andere Richtung. Und zwar da hinten lang.
Aber jetzt hat er den Sprung gemacht, aber es reicht nicht, um sich festzuhalten. Sehr schön. So, genau. So, dann. So, ja. Ah, wo ist... Hallo? Hier ist doch irgendwo ein Gegner. Gegner oder Unschuldige? Ah, das war gut. So. Nö, das ist die Unschuldige da die ganze Zeit, oder was? Ja, das ist die Unschuldige, alles klar. Wo ist der nächste Gegner? Beziehungsweise, wir kämpfen ja gerade gegen das Gute. Das heißt, es sind keine Gegner, das sind keine Bösen, das sind einfach nur, ja. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Ah, ich... Nee. Ich mache ja mal einen Safe State. Ich will die Itembox haben, deswegen suche ich jetzt nochmal die Itembox hier. So, also hier ist nichts. Dann gehen wir hier lang. Und schauen mal in die kleinen Lücken hier rein. Da ist nichts, da ist auch nichts. Okay. Ich will diese Itembox. Ah, die Unschuldige, okay. Die Patrouille. Wenn ich jetzt in den Gegner laufe, ne? Oh, was ist das hier? Kann man das aufmachen? Ah, nee. Okay. Dann nicht. Ah, habe ich jetzt Bock, wirklich diese Itemkiste zu suchen, ey? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, die kann ja überall sein hier. So. So, dann. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da ist die Katze wahrscheinlich da hinten, ne? Ja, da ist die Katze. Ah, nee, komm. Ah, danke. Ey, das war gut. So, aber ich kann hier keine Itembox finden. Hier ist, glaube ich, keine, wa? Ich brauche mehr Items. Das kann doch nicht sein. Dass es hier gar keine Itembox gibt. Es ist anscheinend so, ja? Na gut. Ja. Da laufe ich doch auf jemanden zu. Das ist die Unschuldige, wa? Die Patrouille. Oh. Und? Wer ist da? Hä? Da oben ist noch einer. Oder was? Nö, da oben ist keiner, aber wo ist der? Hier. Ich war eben bei 70. Ah, bestimmt die Katze hier, wa? Ist das die Katze? Ja, es wird die Katze sein. Nee, ich finde nichts. Tut mir leid, da muss ich so durch. Ich finde die Itembox nicht. Keine Ahnung, wo die ist. Es tut mir leid. Aber hier geht's auch noch weiter, glaube ich. Ah, nein, hier ist keiner. Boah. Wo habe ich den spät gesehen? Alter. Nein, hier ist nichts. Oh, wie weit kommst du noch hier rüber? Eben war hier gar nichts. Ey. Ey, hier ist nix. Hallo. So. So, jetzt. Dreh dich rum, danke. Und diesmal starte ich vorher mit dem Angriff. So. Aber die haben keine Items. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. So. Dann hier hinten rüber. Ah, wieder eine Patrouille. Und eine Katze. Ah, okay. Oh, was ist das denn da? Ein Panda. Okay. Ah, hier geht's noch weiter. Ah, okay. Vielleicht ist ja hier die Itembox irgendwo. Ah, ich weiß, ich versteife mich gerade auf die Suche nach der... Oh mein Gott! Ey, ey! Wer kann denn nach oben gucken? Ah, okay. Ein Gegner. Dann kill ich den erstmal. So... Die können nach oben gucken, alles klar. So, lauf schneller, 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 schneller. Ja, Gott sei Dank. So. Aber die Typen haben nichts, ne? Ah! Ah! Okay. Yes, Großmeister, das erste Mal mit Tatsumaru. Boah, geil, Alter. Aber 8 Gegner gekillt nur. Und, ja, keine Ahnung. Die Items habe ich irgendwie nicht gesehen. Egal, das ist gut, Großmeister. Ja. Aber man musste hier nur alle Gegner killen, ich verstehe.
Ich verstehe. So, dann speichere das mal ab mit Safe State. So, dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. So, Cutscene. Die sind in der Kansenkaverne. Ja. Seiru, you're back. Well done. I've got another job for you. Goda's ninja have discovered our secret harbor. You must protect our shipment of slaves. Eliminate anyone who could pose a threat. Hurry. Ah, wir sollen Schutz des geheimen Hafens. Wir sollen den geheimen Hafen beschützen. Das Level kennen wir ja noch von Rikimaru, ne? Und ich krieg keine Items. Ich verstehe das nicht. Ich habe hier nur diese zwei Explosionspfeile. Keine Rauchbombe, keine Granate, kein gar nichts. Ja, ist egal. Ja, wir sind jetzt quasi der Folger quasi von Lady Kagami. Die gibt uns Befehle und wir sollen das ausführen. Und genau. Wir sollen jetzt zum geheimen Hafen und den beschützen, weil da halt die Asuma-Ninja reingekommen sind, ne? Und genau, dann laufen jetzt andere Typen rum und die sollen wir killen. Richtig, aber ich glaube, das mache ich jetzt. Ich glaube, ich mache jetzt Schluss für heute. Dann mache ich das morgen weiter, das Spiel. Und wie gesagt, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Oder auch einen Comment, je nachdem. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Und bis morgen. Ciao.